Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu die Siedler 360 Kampagne. Da der Ägypter versucht es schon wieder. Aber das kann man knicken hier bei uns. Momentan hält unsere Verteidigung. Na, guck an, ein Römer kommt auch schon wieder. So, wegklopfen. Sehr schön. Und aufhoben. Wir brauchen dringend Siedler. Wir müssen zuerst das hier fertig bauen. Wunderbar, gut. Kriegen wir vielleicht hier noch ein weiteres Lazarett rein irgendwo? Nö, da sicher nicht. Jetzt will es die ganze Zeit wissen, ne? Immer schön brav heilen. Da haben wir noch mal ein paar. Blauen Bogenschütze sind wichtig. Dass wir die schon ein bisschen bearbeiten können, wenn sie zu uns hochlaufen. Wahrscheinlich kriegt er uns nicht down. Das hier reiße ich jetzt mittlerweile mal ein. Sollte machbar sein. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht nochmal eins reindrücken kann, aber ich denke nicht. Da muss jetzt die Ressourcen weg. Vielleicht kriege ich ein kleines rein. Das auch nicht. Edi ho. Wir sind eigentlich dann Häuser-Bing-Bong machen oder sowas. In der Art. Kommen dann noch 14 Bretter hin. Oh, noch eins. Das kann ich mittlerweile auch hier abholzen. Das schon wieder. Schauen wir doch mal mit was. So, hoch mit euch. Euch auch mal heilen, Jungs. Oder kriege ich hier ein Lazarett rein? Jo. Obwohl mir eigentlich Wohnhäuser lieber sind. Anders. Jetzt mal hier hin. Gut, da kommen wieder Leute raus. Und ist das da die nächste wichtige Stelle? So, solange er einzeln kommt, passt mir das eigentlich. Eisen haben wir eigentlich ja genug. Da muss ich nicht Stein zu Eisen umwandeln oder sowas in der Art. Und 20 die rumstehen. Könnte besser sein, aber eben. Ist hier kein Wunschkonzert. Leider. Zwölf Bretter. Aber der da pflanzt schön ordentlich an. Hätte mir sein Feld mit irgendwie kleiner. Tut mir echt leid, Junge. Er hat da drin noch stehen gelassen. ja, apropos, hä?
das mal hier rein. Geh weg. Wirklich an der Kohle, also allgemein an der Nahrung. Ja, das ist einfach suboptimal. Und hier irgendwie noch mal ein paar Bauernhöfe, Mühle und so weiter bauen könnten, aber das Transportweg einfach extrem weit. Also, ja. Wir schauen mal, was uns Mönche bringt. An Geschenken, natürlich. Letztes Brett. Und da schon wieder. Muss gut sein, Junge. 60, dann können wir den Bogenschützen aufwerfen. Oh, da kommt er auch schon raus, den ziehe ich gleich mal hier hin. Ich will hier seine Gaben hinschmeißen oder hier. Nein. Wir haben gesagt, Lager für Goldbarren, dass wir da die Offensive hochkriegen. Sehr schön. Nein, wir haben eine Einheit verloren. So, wie sieht's weiter aus? Ich da wollte ich eigentlich. Juhu, Kohle. Genau das, was ich wollte. Noch mehr Kohle. Okay, Eisen ist auch gut. Oder Rot. Nehme ich alles gerne mit. Die ganze Sache schön mal hingetragen. Anscheinend noch ein paar Waffen drin. Reicht. Bin ich alle mehr oder weniger geheilt. Du bist da noch nicht geheilt. Da ist auch noch einer. Vielleicht muss ich dann eine Armee noch haben, die verteidigt. Das ist dann das größere Problem. Wir müssen uns da schon irgendwie was zurechtbauen. Überlegen, ob ich die Armee hier unten hinziehen soll. Und dann halt mit den Pionieren hier einnehmen. Ja.
das clever ist, weiß ich noch nicht. Ich habe ja da ein paar, die da rumstehen und nichts zu tun haben. Kann ich die nämlich verteidigen hier. Dahin. Ich weiß ja auch nicht, was seine Landesgrenze ist. Da geht auf den Römer, bitte. Ich denke, alle schwache Einheiten sind, ist vielleicht lohnenswert. Vielleicht hier zwei Festungen hinzubauen. Alles Bogenschützen rein, gute. Kommt eigentlich gar nicht mehr ran. Und so kann ich meine Einheiten eigentlich auch hinten halten. Also wäre es schlecht, wenn wir da die Ecke hier nehmen. Da vielleicht eins, zwei die Festungen haben. Die alles wegroden. Jo. Irgendwie so. Doch schon mal runter. Mönchius, wie sieht's aus? Sehr gut. Ole. Schon wieder. Das ist der Römer. Auf ihn. Jungs, jetzt aber zügig hier. Und hier hin. Ja, hier stehen eigentlich noch ein paar rum, ha? Oh, hier sind auch mal zwei. Hier hin. So, Hand einnehmen. Festung, 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 Festung. Dann kann ich hier ein bisschen andere Sachen hin platzieren. Nur mal so eine grobe Idee. Gut, da oben ist alles weg. Wird dann gleich nichts mehr zu tun haben. Also, ich könnte ihn noch dahin schicken. Also, um den ganzen Berg rum ist eigentlich Schwachsinn, ne? Ach, ich da hier lieber mal ein bisschen frei. Er hat tatsächlich auch nicht mehr viel zu tun. Die Zeitbäume wegmachen. Dass sie nicht langweilig wird. Und wie bist du so im Süffeln? 53. Hier behalte, kann ich hier eigentlich die Lazaretts einreißen. Und dann weg. Vielleicht kriege ich hier. Ja. Was denn? Doch schon wieder noch ein paar Einheiten aus. Meine Idee ist dann eigentlich, wie das Lazarett, dass hier die
Einheiten parken kann. Könnte ich hier eigentlich auch einen Steinbruch hinmachen. Hier noch ein Holzfäller. Ich glaube, hast du vielleicht noch keinen Platz. Ne? Nope. Gut, wir geben dem höchste Prio, das Lazarett. Wir haben hier auch wieder ein bisschen Platz gewonnen. Weiß ich nicht, ob wir da was Tolles hinkriegen. Doch wieder so oder so, also kann ich es eigentlich hinbauen. Wenn die zwei stehen, kann ich dann das hier abreißen. Also Reis haben wir eigentlich mehr als genug. Warte mal, ich ziehe euch nochmal kurz nach vorne. Der Zweig kommt mal darüber. Ich da mal ein bisschen Land einnehmen. Da die aus zwei Ecken kommen. Der eine droppt hier hin, der andere da. So. Der mit dem guten Gold. Kann ich mittlerweile hier oben vielleicht noch eine Fischerhütte hinbauen? Hier könnte ich dann noch. Jo, da hat nichts zu tun. Dann kannst du auch weg. Angeln haben wir ja genug, falls wir da noch mehr Fische wollen. Nächsten. So, und dann mal zurück. Schauen, ob das selbstständig weiterarbeitet oder stehen bleibt. Gut, dann macht weiter. Der Magi. Habe ich zur Sicherheit hier auch schon mal ein... Sicherheit. Falsch gesagt, aber ein Sägewerk hin. Und die Stämme vielleicht ein bisschen schneller weg. Wenn das Lazarett fertig ist. Und das hier an die Reihe. 23 Bretter. Gut, Sperrkämpfer auch befördert. Eins Großes brauchen wir und dann können wir uns eigentlich wieder auf den Bau hier unten fokussieren. Das ist ein Engpass hier. Schon so hat es eigentlich alles genug, aber wie soll sich das nicht holen? Also wie gesagt, zu wenig Siedler aktuell. Und 23, ja, ist nicht gerade viel.
Habe ich ein Forst ausgebaut? Ich verwechsle die Gebäude die ganze Zeit. Das ist echt schlimm. Null Chance hat er. Aktuell. Hilfe herbeirufen, Samurai-Schwert, sicher Schild. Auch mal weg, denke ich. So, das hat alles. Wunderbar. Dann ist das hier... Na, jetzt. Voller Fokus. Ran mit dem Zeugs. Fressi haben sie, also das klappt aktuell. 25 Offensive, das ist auch gut. 4 und hier eine Festung. Wir müssen die blöden Bäume noch weg. Und dann werde ich schon mal sagen, dass er da unten dann holzen soll. Was haben wir noch? Die da lassen wir stehen. Was mit den Schiffen machen wir vielleicht gar nichts. Akuter Siedlermangel. Bretter liegen überall herum, nur aufsammeln tun sie sie nicht. Die können wir dann auch gleich auch wieder umtauschen, sobald wir hier oder hier sind und dann... Rüsten wir uns mal auf und gehen mal irgendwo in eine Richtung. Die Sierra Madams, das ist ja nicht so stark. Können wir mal da zum Gelben gehen. Kannst du irgendwie ausbreiten in diese Richtung. Genau, heilt euch mal. Das habe ich den ja gebaut. Die Steine, 1, 2, 3. Ja. Drei große bauen wir, oder? Ja. Geht dann wieder alles ein bisschen ringer, sobald das hier steht. Wäre ich schlecht, wenn der Stein da auch noch wegkommt, langsam. Da geblieben. Oh, jetzt greift er noch unsere Dinge an. Lass die, die haben euch nichts getan, ey. Unglaublich. Ich halte mal ein bisschen runter und ich sag dann hier an der Festung. Hier eine Festung, da eine Festung, dass sie sich gegenseitig schützen können. Um das geht es mir eigentlich. Die hier vielleicht ist so hier hinbaue. Andere möglichst so nahe. Ja. Was das? Können die dann mal buddeln? Da können noch ein paar noch mal heilen gehen. Aber eh am Anfang Richtung Rabadams ist, bewegen können die ja nicht mal da unten hin, hä?
Doch da mal ein bisschen drüber, dass wir da mehr Wiesenstrang haben. Land einnehmen. Hier da Land einnehmen. Was brauchst du noch? 6 Bretter. Es liegt alles rum. Nicht cool. Schicke ich mal da in die Ecke. Sei. Noch nicht? Doch, hier ist es abgelegt. Ach, egal. Ich schieße mal einen kleinen Trupp nach vorne hier. Ist es da unsere Pioniere weggeklatscht? Wollen wir ja nicht. Jetzt keine richtige Engstelle, leider. Aha, guck an. Wo kommt die Arme auf einmal? Ah, da ist die Grenze, darum. Bin ja nicht mal mehr so weit weg von ihm. Römer wieder. Ich schicke die mal nach oben, die können noch mal kurz durchheilen. Schicke ich die hier hin. Vielleicht nicht mal so schlecht, dass wir hier eine Festung haben. Wenn wir das hier schön einnehmen, können wir hier unten auch auf Bauernhöfe und weiß nicht, was alles hinbauen. Mal langsam heilen hier. Ich habe auch Bogenschützen, muss gar nicht so tun, hey. What's up? Na endlich. Oh. Bin alle schon beschäftigt zu sein, da. Warten noch ein bisschen. Hat auch noch 12 Bretter. Oh, hier schon mal eine Farm hin. Unfallsmäßig das Feld da hinten ansetzen. Bevor da ein bisschen Platz ist, sonst können wir es dann immer noch umsetzen. Wussel, wussel, wussel. So, rüber mit dem Alkohol. Das hier gebaut. Da habe ich 54 und dann kommen nochmal eine große Masse raus. Was hast du für ein Problem da unten? Nee, das gibt's doch nicht. Eieiei. Oh, da lebt ja noch einer. Mann, oh Mann. Eisenkohle. Wir haben eigentlich plus, minus alles. Vielleicht ist die Überlegung, etwas zu bauen. Waffenschmied.
Der schon wieder. Ah, okay, warte. Gar nicht meinen, hier da eine schöne Pioniere zu schießen. Doof zum Verheilen? Ich weiß es nicht. Geht mir ein bisschen auf den Kekse. Da unten wird der Turm, ne? Schon wieder. Du da, Land einnehmen. Juhu. Wird auch langsam Zeit. Wir machen noch mal ein bisschen Gabe. Ole, sehr schön. Holzfälle. Ja, schön. Wegmachen alles. So, dann schauen wir mal, dass das hier endlich fertig wird. Die zwei. Sind dann von mir aus irgendwelche Einheiten rein. Da, ja, ist an den Rand gefüllt. Da jetzt dann nichts geht, dann weiß ich auch nicht. Eisenbahn haben wir eigentlich auch genug. Ich denke, eine Schmelze sollte schon hinterherkommen. Sieve haben wir 58. Das hier auch noch ausbreiten. Also fertig machen. Durchklicken hier. Wunderbar. Genug, gut, aber das war's auch schon wieder für heute. Wir machen noch die Festung fertig und schauen mal, dass wir da langsam, ja, mit der nächsten Folge passiert, dass das zusammengeschlossen wird. Und dann versuchen wir da mal schön gemütlich reinzumarschieren. Wir haben noch nicht so viele Einheiten, dass wir da zwei Flotten aufbauen können. Aber naja, wir werden es sehen. Ich sag wieder mal, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.